In Europa gibt es nur noch wenige Gebiete, in denen es zurzeit sonnig ist. Wir gehören leider nicht dazu. Aber es gibt ein paar Lichtblicke. 2 Tage lang bleibt das Wetter trocken und überwiegend sonnig. Denn langsam beginnt ein Hoch über England seinen Einfluss auszudehnen und gewinnt die Oberhand über die Tiefdruckgebiete in Osteuropa. In den nächsten Tagen steigt das Thermometer auch wieder etwas höher. Nachdem sich am Mittwoch der Nebel verzogen hat, wird es wechselnd bewölkt bei 10 Grad. Abends besteht noch leichtes Schauerrisiko. Und Vorsicht, nachts wird es wieder eisig mit minus 1 Grad. Am Donnerstag erreicht das Thermometer 12 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, in der Nacht kühlt es auf 4 Grad ab. Am Freitag kommt der Regen zurück. Immer wieder müssen wir mit leichten Schauern rechnen bei 12 Grad. Nachts bleibt es mit 6 Grad, aber relativ warm. Ich wünsche Ihnen Spaß bei jedem Wetter.